ich habe wirklich mit allem gerechnet. Nein, nicht damit. Krass. Hey, Miss, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ich? Nein, ich bin vom Mond. Hab noch immer Käse an den Schuhen. War wohl eine dumme Frage. Aber du bist sicher das erste Mal hier. Ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Klar, aber ich zahl dir nichts dafür. Okay, schon gut. Mann, bist du ein Geizhals. Wir fangen hier an. Ich habe ein Kind überredet. Yeah. Okay, Leute, das gucken wir uns auf jeden Fall an, weil ich glaube das hier alles gerade nicht. Das ist viel zu nett und bunt und alles. Und danach machen wir aber Action. Ne? Also. Danach geht die Luzi ab. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Gut, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Das sind sicher schlechte Menschen. So schlecht sind sie nicht. Sie schlagen sicher nicht oder sowas. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Die Wette würdest du gewinnen, mein Kleiner. Das ist krass. Das ist voll idyllisch hier. Irgendwas. Das Büro des Aufsehers ist dort drüben. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Ich hätte gerne meine Fusionskerne wieder. Also da müssen wir dann auch nochmal gucken, ob wir die irgendwie wiederbekommen können. Ich habe noch keinen Politiker getroffen, der nicht korrupt war. Ich weiß nicht, was du mit korrupt meinst, aber sie ist nicht böse oder so. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Ja. Dann lauf vor. Was ist denn jetzt los hier, mein Kleiner? Bist du verwirrt? Hast du zu viel Chats genommen, oder was? Muss ich nicht verstehen, ne? So, okay. Hier ist es deine. Hier essen alle. Ne? Ganz schöne Laberbacke. Der ist ja schlimmer als ich. Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Ja, wir können auch mal ein bisschen netter sein. Muss ja nicht immer. Ich komme her, wenn ich hungrig bin. Mir gefällt es hier. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Cam. Oma zwingt mich dazu. Das ist krass, Alter. Wie geht der Laber? Aber ich meine, hey, die Führung mitzumachen, das schadet auf jeden Fall nicht. Oh, ein Beagle. Hatte auch mal einen Beagle, wo ich noch bei meiner Familie gewohnt hatte. Austin, deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Ich lass niemanden mit einem scharfen Gegenstand an meinen Hals. Er hat noch nie jemanden geschnitten. Und er rasiert die Männer, sogar mit einer Rasierklinge. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Ich lebe bei ihr. Aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Es tut mir ein bisschen leid. Ah, hier. Hallo. Ah, das können wir mitnehmen. Hallo, Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige sie nicht. Ich helfe ihr. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Juhu. Klingt so, als wäre sie eine richtige Nervensäge. Sind so dreist. Hey, sprich nicht so über meine Oma. Ein wenig Frechheit ist schon in Ordnung. Lass gut sein, Austin. Nächster Halt, Miss Katie. Juhu. Komm
Komm schon, beeil dich. Wir müssen zur anderen Seite vom Bord. Okay. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest. Doch. Also, ich musste auch zur Schule gehen. Vor 210 Jahren. Beziehungsweise vor 230 Jahren. Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Ich muss gerade ein bisschen an Fallout 3 denken, da mit dem Umfragetest und sowas. War cool. Okay. Schule ist Zeitverschwendung. Du solltest lernen, wie man mit einer Waffe umgeht. Das sage ich Oma auch immer. Sie sagt aber, Hirn ist wichtiger als Muskeln. Nächster Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ich zeig dir die Klinik. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Ich sag mal, in der Commonwealth-Welt ist Waffe umgehen wahrscheinlich wirklich wichtiger, als zur Schule zu gehen. Hier unten ist die Schule wahrscheinlich schon ganz okay so. Am besten, man macht beides. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen Intelligenz, wir sind jetzt ja auch nicht dumm und so. Wir haben ja sogar, glaube ich, ein Jura-Diplom oder sowas. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Okay. Das ist eine blutige. Ja, wir müssen jetzt nicht ständig hier. Gut zu wissen. Wenn ich Hilfe brauche, komme ich her. Hoffentlich hast du nichts gegen Nadeln. Hier drin wird man oft gepiekt. Jetzt gehen wir zu Erin. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon, hier lang. Erin und ich verbringen viel Zeit miteinander. Sie hätte mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. Okay, hier geht's rein. Erin, guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Nicht schon wieder. Spiel lieber weiter mit deinen Puppen. Jetzt weiß ich, warum mein Papa sagt, dass Leute von draußen nichts taugen. Austin, musst du sie nicht noch irgendwo hinbringen? Vielen Dank, Lady. Jetzt hast du meine Freundin zu Tode erschreckt. Geh dann mal raus. Musst nicht auf mich warten. Sieh dir diesen Ort nur an, Blue. Krass, oder? Aber irgendwo muss ja wieder ein Haken sein. Schon wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Wird auch schon hier ein Pip-Boy. Oh, guck mal hier. Giddy up, Buttercup. Cool ist das denn bitte. Entschuldigung, hast du meinen Kater gesehen? Wie viel würdest du zahlen, um ihn zurückzubekommen? Du kannst meinen Teddybären haben. Eigentlich bin ich schon zu groß für ihn. Boah, ich kann doch immer lang. Okay, für den Teddybären machen wir es. Weil das mit dem Mehrgeld, das wird wahrscheinlich jetzt eh nicht klappen, würde ich schätzen, oder? Wollen wir eiskalt sein? Nee, so krass sind wir noch nicht. Wir sind nur ein bisschen krass. Wir werden später noch krasser, okay? Kann ich jetzt gehen? Ja, warte. Ich suche nach ihm. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Niemand sonst würde rausgehen, um ihn zu suchen. Ich hab doch schon gesagt, dass ich nach ihm suche. Naja, wenn du so blöd bist, dann hau ich halt noch einen Spruch hinterher erstmal. Wenn dein Kater draußen im Commonwealth ist, ist er bestimmt tot. Sag das nicht! Das stimmt doch nicht! Hilfst du mir jetzt oder nicht? Naja, wir sind halt realistisch. Aber wir haben doch, in Diamond City war eine Katze gewesen. Ich weiß nicht, ob es die ist. Ich suche nach ihm. Danke! Er heißt Ashes und ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Die in Diamond City, der Kater, das war auch grau gewesen, wenn ich mich recht entsinne. So. Okay, cool. War eine schöne Führung gewesen. Aber irgendwas haut ja nicht hin. Ich würde jetzt ja gerne mal zum Aufseher gehen eigentlich. Und gucken, dass ich irgendwie meine Infusionskanne wiederbekomme. Wir haben alles im Griff. Okay. Ging's denn hier hin? Ging's jetzt zur Medizinstation?
Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Der Überlebenskampf ist kein Spiel, gute Frau. Oh, tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich hatte einfach nur gehofft, dass du bereit wärst, zu meiner Klasse zu sprechen. Ja. Ich würde sehr gerne zu Ihnen sprechen. Hervorragend. Schau einfach mal vorbei, wenn Unterricht ist. Ich unterbreche ihn dann einfach und übergebe dir die Klasse. Okay. Ey, da habe ich aber Lust drauf, Leute. Einfach mal grausam den Kindern was zu erzählen. So, da habe ich Bock drauf. Na, Klammerbox. Ich gucke mal, ob hier irgendwo noch Leim ist. Wir brauchen Leim. Ich sehe aber nicht danach aus. Das ist für die Kinder was ganz Besonderes. Juhu! Da schauen wir auf jeden Fall gleich mal vorbei. In Vault 81 gibt es immer was zu arbeiten. Schön. So, hier ist auch nichts. Ich will nochmal schnell jetzt hier nochmal schauen. Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Wenn du einen neuen Look brauchst, solltest du mal in meinem Salon vorbeischauen. Ja. Die haben sie echt voll schön hier. Ja, Superkleber. Alleine. Wo ist denn jetzt gewesen? Hier. Blue, das gehört schon jemandem. Ja. Wir brauchen das dringender. Wir brauchen das deutlich dringender. Krankenstation. Willkommen, willkommen. Ich hoffe, das wirkt nicht unverschämt, aber ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Würdest du medizinische Proben abgeben? Vielleicht nur eine Blutprobe? Vielleicht für ein paar Kronkorken. Du willst um Geld feilschen? Hier stehen Leben auf dem Spiel. Entweder du tust es, weil es das Richtige ist, oder ich warte auf den nächsten Commonwealth-Besucher. Setz dich einfach, dann nehme ich dir Blut ab. Setz dich hier hin. Wir wollen mal nicht so sein, oder? Ich dachte, ich soll mich hinsetzen. Hier? Es dauert nur einen Moment. So, hat doch nicht wehgetan, oder? Danke. Das wird eine große Hilfe sein. Jetzt muss ich sie umgehend vorbereiten. Okay. So. Du bist dieser Wanderer aus dem Commonwealth. Ich bin Rachel. Ich unterstütze Dr. Forsyth bei seinen medizinischen Aufgaben. Bist du krank oder verletzt? Können wir dir handeln? Die wird ja auch kein Kleber dabei haben. Nö, wir sind nicht krank oder verletzt, glaube ich. Heute nicht. Also gut. So, ich guck mal, ob die noch irgendwas Interessantes dabei haben. Aber wie gesagt, vor allem Kleber brauchen wir. Für die Waffenmods. Ich glaube, wir können auch ab Stufe 12 oder 13 können wir Rang 2 Mods dann skillen. Aber jetzt mit Stufe 11 würde ich dann erstmal sehr wahrscheinlich von einer anderen Insel auf Stufe 2 bringen. Bleib sauber. Ja, ich bin sauber. So, wo war denn jetzt die Schulklasse gewesen? Hier. Da ist gerade kein Unterricht, da muss man wahrscheinlich irgendwo uns hier mal pennen legen. Also nicht, vielleicht. Ja gut, dann lassen wir uns mal irgendwo hinsetzen. Können wir uns irgendwie hinsetzen? Können wir uns hinsetzen. So gut, und dann lass einfach mal warten. Bis, es ist jetzt 12 Uhr. Halt, das reicht. So. So, dann aufstehen, bitte. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Hm. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, hört bitte zu.
Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Das wird jetzt so Hast böse. Du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Wollen wir auch ein bisschen, wir können auch ein bisschen Scheiße erzählen, warum nicht? Ja, nur mit einer Pistole und 3 Kugeln bewaffnet. Wirklich? Raider hatten das Museum umstellt, in dem sich mein Freund Preston versteckt hatte. Ich musste sie alle mit bloßen Händen töten. Nur mit den Händen? Wirklich? Preston hatte solche Angst, dass ich den Rest der Raider alleine mit einem Billardkö besiegen musste. Unmöglich. Mit einem Billardkö? Als die Todeskralle rausgekrochen kam, schnappte ich mir eine der Pistolen des Raiders. Aber die hatte nur 3 Kugeln. Ich wäre weggerannt. Ja, ich renne auch gleich vor dir weg, wenn du weiter so komisch rumklippst. Ein Schuss in jedes Auge und einen in die Stirn. Dann war die Todeskralle erledigt. Wow, du kannst echt gut schießen. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Hier. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauert 5% mehr Schaden. Mann, ich bin kein Nahkampf. Okay, nehme ich trotzdem gerne mit. So gut, das hätten wir auch gemacht. Ich würde mal so sagen, es war jetzt nicht so böse gewesen, aber ich fand es auf jeden Fall unterhaltsam. Wir haben einfach eine lustige Geschichte erzählt. Keine faulen Tricks. Genau. Diese Sorte schlägt sich echt gut. Dürfte ich mal kurz, Dr. Penske? Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Bald brauche ich neuen Dünger. Man müsste erproben, wie sie auf Strahlung reagiert. Ah, du bist perfekt geeignet. Gut. Ich suche nach einer freiwilligen Versuchsperson, die diese neue Obstsorte probiert, die ich gezüchtet habe. Okay. Warum? Es geht um eine neue Sorte Mutabeere, die ich gerade gezüchtet habe. Sie sollte nahrhaft sein und Strahlenvergiftung heilen. Aber ich brauche eine Testperson, die sie probiert. Klar, ich mag Obst. Hervorragend. Sag mir einfach, wie es schmeckt und wie du dich danach fühlst. Wo habe ich denn nur den Geigerzähler hingelegt? So, Mutabeere hinzugefügt. Wir probieren es mal, Leute. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich raus. Wir machen jetzt gleich raus hier, aber... Ich finde das eigentlich ganz interessant. So, Hilfsmittel. Jetzt muss ich nach der Mutabeere. Hier. Wir müssen ja noch skillen. Also gegen Radioaktivität hat die jetzt aber gerade nichts gebracht. Geht mit der Pipe an. Entschuldigung, Dr. Penske. Hast du die Frucht probiert? Und? Wie war sie? Zurück ans Reißbrett mit dir. Sie war furchtbar. Verdammt. Kein Wunder, dass Austin sie nicht essen wollte. Der Junge hat einen guten Riecher für solche Sachen. Da du mir so sehr geholfen hast, kannst du mir vielleicht noch anderweitig helfen. Weißt du, ich brauche diese Pflanzen für meine Studien und sie benötigen spezielle Nährstoffe. Besonders die Karotten. Wenn du im Commonwealth nach Dünger Ausschau halten könntest, würde ich dich nur zu gerne für deine Mühen entlohnen. Ich hab Dünger. Wie viel bezahlst du? Ich gebe dir 25 Kronkorken. Festpreis. Ich weiß, dass sie von draußen gerne feilscht, aber da war ich noch nie gut drin. Natürlich, kein Problem. Wirklich? Toll. Ich hatte befürchtet, dass ich schon wieder eine Anfrage an den Aufseher stellen muss. Bring einfach vorbei, was du findest, wenn du dazu kommst. Ich hab Dünger. Dr. Penske. Die Setzlinge können bald schon umgepflanzt werden. Ich hab doch Dünger geludet. Ich muss mir die Wasserpumpen nochmal ansehen. Letzte Folge. Das Wasser riecht komisch. Dreh dich mal um. Hybridisierung. Da muss ein Fehler in der Hybridisierung sein. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Irgendwie bekomme ich die Kartoffeln nicht hin. Das ist auch noch Dünger.
komme ich nicht ran. Wo ist denn dieser Junge nur wieder hin? Ey, wie die alle Munition dabei haben, Alter. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dann lasse ich das lieber. Austin? Austin Eng! Meine neueste Charge Obst schlägt sich recht gut. Ich hab Dünger. Entschuldigung, Dr. Pensky. Oh weh. Da hab ich wohl eines meiner Instrumente verlegt. Wo es nur sein könnte. Okay, die will offensichtlich keinen Dünger haben, ich weiß es nicht. So, okay, Leute, dann... Hier war doch noch was gewesen, oder? Was noch nicht gelootet hab? Ja, scheint zu passen. So, gut, dann würde ich vorschlagen... Ich habe gerade ein bisschen Schreck bekommen, Alter. Dann würde ich vorschlagen... Boy, geh zu Alexis, wenn er mal Sicken macht. Sie repariert ihn dir. Was ein hartes Leben sein da draußen. Alexis? Sieh dich ruhig. Okay, lass uns mal schnell Alexis suchen. Was ist die hier? Unser Besuch aus dem Commonwealth. Ja. Willkommen im Versorgungslager und entschuldige die Unordnung. Ich habe derzeit einfach keine Zeit zum Aufräumen. Ist mir nicht mal aufgefallen. Danke, sehr höflich. Lass es mich wissen, wenn ich dir mit etwas helfen kann. Ich habe hier von allem ein wenig rumliegen. Wenn man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen? Jo, klar. Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. So, guck mal hier mit Sternchen. Ich glaube auch, wenn man dann den Schwierigkeitsgrad erhöht, hat man ja mehr legendäre Gegner und damit erhöht man dann auch die Chance, dann solche Items hier zu finden. Um 10% reduzierte Aktionspunkte kosten im VATS. Alter, wie nice ist das bitte? Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Ey, mal gucken. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht dann doch irgendwann die Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen erhöhe. Dass wir die Chance auf solche Items erhöhen. So, ich hätte gerne Leim. Hast du Leim da? Ja, Superkleber hat sie. Kostet das 59? Okay, ich kauf's einfach mal. Hat die auch normalen Leim da? Heißt der nur Kleber oder heißt der Leim? Nee, hat sie nicht. Doch, Klebeband hat sie, aber sonst hat sie nichts da. Ah, da können wir auch Kleber draus machen. Nehmen wir auch noch mit. So gut, wollen wir ihr dafür noch irgendwas geben? Ich hab ja... Moment, ich guck nochmal eben. Wir machen jetzt übrigens wirklich gleich raus, Leute. Ich will jetzt auch wieder ein bisschen Action haben. Aber so viel Zeit muss jetzt noch sein. Ich würde ja dafür mal... Was ist denn das hier noch mit dem Ehering? Das verstehe ich gerade nicht. Egal. Red Array haben wir übelst viele. Und bislang haben wir noch nicht einen. Einmal habe ich einen gebraucht. Red Array gebe ich dir mal... 6 Stück. Die würde ich hier, glaube ich, behalten. Haben wir noch irgendeine Waffe? Die hier können wir noch geben. Den Rest behalte ich jetzt. Splittergranate. Nee. Daytripper, was machen die? Plus 3 Charisma und plus 3 Glück. Die Daytripper, die soll ich vielleicht mal benutzen, wenn ich weiß, dass ich viele Dialoge führe. Weil plus 3 Charisma macht bestimmt nochmal einen guten Unterschied aus. Die benutzen wir. Ah, jetzt die Kartenkiste, wollen wir noch verkaufen. Das Essen eigentlich auch. So viel brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Lego an dem Spiel kannst du machen von mir. 2 Charisma bringt dir, behalte ich aber erstmal. Düngermittel bringt hier nur 8. Die andere hat uns ja 25 geboten, die Oma. Ja, guck mal hier, das können wir auch verkaufen. So eine Mod, glaube ich. Okay, nö, das ist in Ordnung jetzt. Annehmen. So. Okay. Du hast Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass dir den noch keiner klauen wollte. So einen coolen Scheiß da irgendwie. Toaster. Wartet mal, hier stand was mit Wunderkleber. Original verschweißter Wunderkleber. Beachtet uns einfach nicht. Wir schauen uns nur um. Nice, Leute. Ich glaube, mal gucken, wie viel Kleber das bringt. Ah, ich hoffe mal einiges. So, aber mehr hat's jetzt nicht dabei, was irgendwie interessant ist. Also jetzt hier Toaster und so noch mitnehmen. Ich habe Angst, dass wir dann doch irgendwann mal auffliegen. Muss ja nicht sein. Ist das sehr so.
Okay, Leute, wir machen jetzt hier endlich raus. Wir haben uns jetzt hier erstmal genug umgeschaut. Ich will jetzt wieder an die frische Luft, wollte ich gerade sagen. Ich weiß noch nicht wegen dem Aufseher, aber wir müssen ja sowieso nochmal her und dann gucken wir mal wegen dem Fusionskern, würde ich vorschlagen. Wenn wir die irgendwie wiederbekommen. Ich will jetzt erstmal wieder auch ein bisschen Action haben. Nachdem wir jetzt in Diamond City recht lange waren und jetzt hier, wird es mal wieder Zeit für ein bisschen Ballern. Aber ich habe noch nicht den Haken gefunden jetzt von Vault 81. Es wirkt alles eigentlich viel zu positiv, um ehrlich zu sein. Tut mir leid wegen der Wartungsarbeiten. Das hört im Moment gar nicht mehr auf. Ja, kein Problem. Du bist also der Grund dafür, dass wir jetzt Doppelschichten schieben müssen. Weiß ich nicht, eigentlich nicht so. Okay, jetzt geht's vom idyllischen Vault. Geht jetzt wieder zurück. Jetzt kommen wir. Die Händler sind nicht mehr da. Die sind weitergezogen. So gut, Leute, dann lass mal gerade gucken. Ich glaube, das mit der Katze war gleich hier in der Nähe. Ja, ich finde echt, es ist hier. Dann machen wir jetzt hier die Quest. Dann die. Und dann würde ich nach dem Detektiv suchen. Vielleicht würde ich im Kreis laufen, würde dann nochmal schnell ins Vault machen. Vielleicht ein bisschen mit Katze dabei, damit es ein bisschen schneller geht diesmal. Außer also passiert irgendwas Interessantes. Mal gucken. Ich wollte halt wegen dem Fusionskern auch nochmal vorbeischauen. So, ich würde trotzdem gerne nochmal vorausrüsten. Chestnut. Hier locker so. Hier sein. Okay, der ist down. Ein bisschen. Hier ist er doch. Ashes. Ashes, geh nach Hause. Erin vermisst dich. Cool, wir müssen deswegen gar nicht nochmal zurück ins Vault, wie es aussieht. Wir müssen dann trotzdem nochmal vorbeischauen. Ich will gucken, ob ich beim Aufseher irgendwie in das Zimmer reinkomme und meine Fusionskerne abholen kann. Am besten, wir gehen da mal irgendwie in der Nacht rein, würde ich vorschlagen. Ich finde es aber auch beeindruckend, wie die Katze hört. Das hat man auch selten sowas. So gut, Leute, dann gehen wir mal gucken. Oberlandstation. Wir machen jetzt erstmal hier hin. Das ist irgendwie naheliegend. Okay. Ich habe es auch nochmal ordentlich gemacht, damit ich nicht durcheinander komme. Ich finde es trotzdem schön, wieder draußen zu sein. Zumindest gerade jetzt, wenn es hell ist. Und jetzt will ich endlich mal wieder ein bisschen rumballern. Wir haben noch nicht mal unsere neuen Waffen jetzt mit den neuen Mods ausprobiert. Ach ja, wir müssen noch skillen. Merke ich gerade. Wir haben noch einen Punkt. Den würde ich jetzt mal in... hier ist übrigens Wissenschaft. Intelligenz 6. Ja, noch einen Bobblehead und dann vielleicht noch einen Punkt investieren. Und dann könnte man das skillen. Dann könnte man dann auch die Fusionswaffen erhöhen. So, und ich würde jetzt gerne Ninja skillen. Als ausgebildeter Schattenkrieger verursachst du mit deinen Fernschleichangriffen den dreifachen normalen Schaden und mit deinen Nahkampfschleichangriffen den vierfachen normalen Schaden. Hm? Und das bauen wir dann aus bis komplett, wenn es halt möglich ist. Versteht ihr? Also. Wieder Hubblumen. Mittlerweile erkenne ich die sogar schon beim Aussehen. Moment. Also dafür will ich jetzt, Moment, auf die Waffe schnell kriegen. Alter, also die geht ja richtig ab hier, gefällt mir. So. Juhu! Bonus XP! Nice. Endlich wieder Action, Leute. Journalisten auch zum Alltag gehört. So, wenn ich will die noch looten. Weil wie gesagt, das Essen und so, wenn man das zubereitet, ist wirklich immer gut was wert. Das kann man mal gut verticken, oder man isst es halt. So, gut, dann weiter in die Richtung hier. Schau die Notiz. Wow.
wir das mit? Die Chunky-Notiz, die checken wir dann gleich mal. Aber erstmal will ich jetzt die Siedlung von dem Raider befreien. Gerade ein bisschen gruselig hier. Wir sind gleich da. Muss springen. Siedler. Okay, das sind alles Siedler. Da werden hier wohl keine Raider sein, so wie es aussieht. Ja, lassen wir uns erstmal hier. Haben die Minutemen dich geschickt? Ich bin nicht die Zahnfee. Sag mir einfach, was ich machen soll, damit ich wieder verschwinden kann. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Noch mehr Raider. Auch gut. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. So gut. Dann mal gucken, wo wir hin müssen. Ah, das passt ja. Dann machen wir jetzt hierhin Schnellreise. Dann lösen wir das hier und dann können wir den direkt zur Combat Zone noch machen. So. Okay, cool. Will ich mich hier noch umschauen? Nicht unbedingt.